Er ist vermutlich das einzige erhaltene Exemplar und damit für Drachenfans unschätzbar wertvoll. Ein bald 100 Jahre alter Rhomboid-Drachen. Karl Ulrich Körtel präsentierte ihn beim Drachenfest in Ibar. Ja, ist ein Originaldrachen der Firma Steiff, nachweislich gebaut zwischen 1925 und 1928, also hat schon einige Jahre auf dem Puckel und ist das einzig bekannte Rhomboid-Exemplar, was im Moment nachgewiesen werden kann. Körtel bekam ihn als Leihgabe. Ja, der ist in dem klassischen Baumwollmaterial genäht worden, wie auch die Roloplane der Firma Steiff. Er hat dieses besondere Verbindersystem aus Weißblechhülsen, die mit so einem Ring zueinander verschiebbar, also einklappbar sind. Und die Stäbe sind Buchenrundholz. Wie viele Exemplare Steiff davon gebaut hat, ist nicht bekannt. Im Moment laufen Nachfragen auch im Hause Steiff. Im Archiv gibt es bisher keine Erkenntnisse. Wir haben Daniel Henschel, das ist ja ein Steiff-Gutachter und auch Drachensammler damit beauftragt, aber der kommt im Moment auch nicht weiter. Der konnte mir nur den Kaufpreis sagen dieses Drachens. Der hat 5 Reichsmark gekostet. Schwer zu sagen, welchen Preis der Drache bei einer Auktion erzielen würde. Jedenfalls ist er zu wertvoll, um ihn dem Wind auszusetzen. Wenn es meiner wäre, würde ich mir sicher unter optimalen Bedingungen es mal probieren. Oder dass es eine Leihgabe ist, gehen wir auch verantwortlich damit um und packen ihn wieder schön in die Tüte.